öffne und das Ding ist schon geladen. Das ist echt der Hammer. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem da... Paladin Dance. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Scheint wohl. Sicherheitsterminal. Mal gucken. Können wir da irgendwas abschalten? Ah, ich will nicht mehr laden. Oh, was ist jetzt Kampfkoloss hier? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Gut, dann brauchen wir uns weniger Gedanken, um die Sicherheitssysteme zu machen. Negativ. Das ist alles andere als gut. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Dann let's go, mein Freund. Komm her. Und komm her. Spüllappen. Bring ich Kleber. Ja, Junge, dann. Hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Sollte nicht schwer werden. Was haben wir denn? Tür? Wird wohl das Laborterminal sein. Könnte wohl hier das Terminal sein. Ah, shit. Automatische Passwortänderung. EYB3N, okay. Nichts da drinne, da. Okay, das oben gefällt mir nicht. Könnte bestimmt irgendwas rauskommen. Ich schaue mich jetzt erstmal um, ob ich irgendwas finde, was ich gebrauchen kann. Nicht von hier aus irgendwas steuern. Sicherheitsbedenken. Schütztürme. Nichts nada.
auch nicht weiter. Das heißt, irgendwo muss es hier weitergehen. Da ich die Hauptmission so gut wie nie gemacht habe, muss ich mich jetzt erstmal auskennen. Da. Oh, da ist so ein Ding dran. Steuerung. Gute Arbeit. Vergesst niemals die Zitadelle. Wow. Da drüben, Zugriff. Getroffen. Ziel eliminiert. Oh lol, Schock, Schock, Schock. Alles klar. Wir werden verfolgt. Ist da jemand anwesend? Sie müssen terminiert werden. Mehrere Zündziele. Entfernung überbrückt. Greife an. Die Zerstörung ist unvermeidbar. Komm schon, ihr Schrotthaufen. Das Opfer von Gewalt. Boah. Alter. C2-Pistole heißt die genau. Die wollte ich gerade eben ausprobieren. Alter. Das ist eine. Was haben wir denn? Zelle. Das wird eben nur Plasma oder Laser sein. Scheint Schock zu sein. Fusions. Die verdammten Zünds haben sich hier überall festgesetzt. Können sie ja. Zeigen wir ihm, wie die Bruderschaft sowas macht. Ad Victoriam! Wechsel zur Suche. Stelle das Feuer ein. Okay. Lass mal gucken. Okay, kommen wir so rum. Da ist die Tür zu. Schöpflöffel. Lauf nicht so weg, mein Freund, ne? Ich will dir noch ein bisschen einsammeln. Ich bin sammelsüchtig. Also bitte lass mich. Und dann geht's ins Klo rein. Bevor du hier mit deinem Bergungstrupp da durchgehst, jag ich erstmal alles durch. Papa braucht Kleber. Aluminiumkasten. Da hier noch. Gibt's da bestimmt noch irgendwas?
was ich brauchen kann. Ein Eingangsterminal. Wir hätten. Bin drin. Ach, guck mal, ernst. Bunze. Bereich Reputation einbauen lassen. Sie können den Eingang. Okay. Da ist er. Abgeschlossen. Da muss ich irgendwie rankommen. Wie komme ich denn? Ich habe ein Problem mit dem Schlüsselmesser, also ich komm nicht dran. Die anderen kommen auf jeden Fall dran, nur ich nicht. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Maschinenkern. Okay, frei. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Scheint noch nicht der Strom ausgefallen sein, ist mehr ausgefallen. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wieder herzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ach so. Warnung. Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Nett. Oh lol, sag mir nicht, dass ich irgendwas da reinwerfen kann. Da komme ich in den Computer jetzt auch noch rein. Wir hätten laut, wir hätten Warn, das heißt eventuell. Nur mit Zutreffer. So. Funktioniert das ja auch? Ja, sie haben mich zugelernt. Wie schön. Fallout hatte immer das Problem. Man hat einfach drei Versuche gemacht, ist beim vierten einfach rausgegangen. Und man konnte so einfach immer hier was machen. Versorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Komm gleich. Dem noch was öffnen. Cool. Schraubenschlüssel. Oh, Jungs. Kampfbereitschaft aufgehoben. Durchladen. So machen wir das in der Bruderschaft. Brennen Sie nieder. Ja. 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 Ja.
mir den Kern gesichert. Gehen wir hoch. Machen wir vielleicht so. Selber, damit kann man Müll laden. Ist das deren Ernst? Und die werde ich mir auch zulegen. Die werde ich mir nach da einpacken. Mal schön die Zellen mitnehmen. Keine Ahnung, wie viele Pistolen ich mitnehmen kann. Ich habe eh nicht mehr so viel Gewicht. Nach unten. Vielleicht will ich auch nach oben. Komm. Jetzt mit rein. Nach oben. Ciao, Hund. Servus. Alles klar, gut. Jetzt kann ich wieder da. Oh ne, jetzt kann ich wieder runterlatschen. Nach unten. Nach oben. Ich glaube, er ist schon da, ne? Schon wieder, ja. Sie sind im Kontrollraum. Feuer frei. Achtung, Sie sind unsichtbar. Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt. Ich sehe das Ding nirgends. Untersuch mal die Überreste der Sins. Waren vielleicht auch hinter dem Sender her. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Ich will aber vorher noch durchgucken. Vielleicht kann ich irgendwas nach dem Sicherung mitnehmen. Schmutziger Aschenbecher. Locker Mensch. Wie mehr Material gibt es hier nicht? Keine Tests zum Ausführen. Wir können Schrott verschießen. Das ist nur die Frage, ob wir sie so oft brauchen. Komm, dann bleib du da. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Ach, hallo, da seid ihr. Sieht sauber aus. Weiter geht's. Das ist immerhin gut, dass er das gefunden hat. Pistolenrevolver. Nimm die mal mit. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ach klar. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Ja. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Ja, voll. Kritsch und Zelle. Schock. Tipptopp. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du würdest meinem Kommando unterstehen und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Keine Söldnerarbeit mehr, sondern eine echte Aufgabe. Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht. Bereit, ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Das Angebot steht noch. Können wir auf dich zählen? Ich weiß nicht. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück. Ich weiß es nicht ganz genau. Weil ich will gern doch bei den Minutemen bleiben. Das ist schon echt hart. Oh, kann man immer gebrauchen. Habe ich doch gerade geöffnet. Ihr habt doch keinen Punkt mehr. Nee. Kehr zum. Okay, kehren wir zu Cambridge zurück. Ich glaube, da nehme ich einfach den Port wieder. Geht ja schneller. Wie gesagt, ich laufe den teilweise den größten Teil, wenn ich.